Willkommen zu einem weiteren Tutorial in unserer Tutorial-Reihe zu dem Betonbauprojekt. Und zwar möchte ich in diesem Tutorial Ihnen erläutern, wie man so ein Querschnittsprofil, ein parametrisiertes Querschnittsprofil hier in Revit erzeugen kann. Hier sehen Sie mal das Endprodukt. Der Vorteil ist, wenn ich sowas mir hier erstellt habe, dann kann ich hier verschiedene Typen anlegen und könnte zum Beispiel hier mal die Querschnittseinstellung ändern, zum Beispiel hier von einem großen zu einem kleineren oder ein mittleres Profil, gehe auf Anwenden und Sie sehen, das ist komplett parametrisiert, das heißt, es ändert sich entsprechend mit. Hier nochmal ein noch kleineres und hier wieder das größere. Ja, wozu kann man so ein Profil verwenden? Das könnte man verwenden, um dann halt dann das, in unserem Kontext dann daraus später einen Träger zu modellieren im Revit, das zeige ich dann in weiteren Tutorial. Also Ausgangspunkt ist zunächst einmal ein parametrisiertes Querschnittprofil, das zeige ich hier. Und in einem weiteren Tutorial werde ich dann zeigen, wie man aus so einem Querschnittsprofil dann einen parametrisierten Träger machen kann. Das kann dann Stahl, Holz oder Betonträger sein. In unserem Beispiel konkret ist es ein Betonträger, aber wie gesagt, diese Vorgehensweise könnten Sie theoretisch auch mit kleinen Abänderungen auch auf andere Materialien anwenden. Okay, kommen wir zu unserem Beispiel, wie gehen wir es an? Ich werde mal kurz die Ausgangslage zeigen. Wer jetzt die Reihenfolge gewählt hat, wie ich sie für das Betonbauprojekt vorgeschlagen habe, dann hat man da angefangen, in Visio sich zunächst erstmal hier die Abbildung zu zeichnen. Die habe ich ja auch in Visio gemacht. Man muss das in Visio nicht vorher zeichnen. Wir brauchen ja diese Visio-Darstellung, um halt dann den Bemessungs- und Berechnungsalgorithmus zu visualisieren. Dazu braucht man halt diese Visio-Darstellung. Jetzt könnte ich natürlich im Revit anfangen, das komplett neu einzugeben. Wir können allerdings auch, und das möchte ich hier erwähnen, wenn Sie in Visio sauber gezeichnet haben. Ich erinnere daran, dass Visio für saubere Zeichnen nicht wirklich gedacht ist, aber ich habe in einem Tutorial-Video gezeigt, wie man auch im Visio relativ genau zeichnen kann. Und zumindest so genau, dass man das dann auch im Revit als Vorlage verwenden kann. Und das werde ich auch demonstrieren. Ich habe mir diese Zeichnung in Visio dann ins AutoCAD exportiert. Sie können von Visio nicht direkt ins Revit rausgehen. Das heißt, Sie können von Visio nur ins AutoCAD gehen. Das habe ich gemacht. Zeige ich mal hier. Das ist jetzt hier die AutoCAD-Datei, die ich mir als Visio erzeugt habe. Ich gehe also den Zwischenschritt über CAD. Und diese AutoCAD-Datei, die kann ich mir dann wieder ins Revit reinholen. Es empfiehlt sich allerdings, wenn Sie so arbeiten, dass Sie sich die AutoCAD-Datei möglichst bereinigen vorher, dass Sie quasi alles ausblenden, was Sie jetzt für die Modellierung nicht wirklich benötigen. Und das werde ich dann auch mal tun. Das heißt, ich lösche jetzt hier aus der AutoCAD-Datei mal alles Unnötige heraus. Jetzt hängt er mir hier. Versuch nochmal. So, jetzt geht's. Hier die Beschriftung. Check das nochmal ab, ob wir alle leer eingeschaltet sind. Ja, alle leer sind eingeschaltet. Jetzt könnte man hier nochmal das Ganze bereinigen. Das ist eigentlich nicht so wichtig, aber ich mache es mal der Vollständigkeit halber, werde ich die AutoCAD-Datei noch bereinigen. Das Koordinatensystem erhalte ich mir mal, diese zwei Linien, und gehe hier auf alle bereinigen, alle markierten Elemente bereinigen. Und jetzt schmeißt du mir hier alles raus, was halt nicht mehr verwendet wird. Sie sehen, Lea hat sich einiges gekürzt und so weiter. Und dann speichere ich das Ganze nochmal ab als bereinigte AutoCAD-Datei. Gehe also jetzt hier auf Speichern unter Zeichnung. Habe hier einen Ordner, wo meine AutoCAD-Dateien drin sind. Hier Querschnitt. Hier, wie sie direkt aus Visio gekommen ist. Jetzt mache ich noch eine zweite Datei. Die lege ich mir an. Die nenne ich Querschnitt bereinigt. Und die werde ich dann in Revit als Unterlage verwenden. Hier speichern. Jetzt wechsle ich ins Revit und möchte jetzt hier eine neue Familie erstellen. Das ist eine Familie, ist ja kein Projekt. Ja, das sind Bauteile, werden normalerweise immer zumindest in den ersten Zügen erstmal als Familie erzeugt. Also gehe ich jetzt hier auf Datei. So, dann auf Neu und Familie. Jetzt ist es ganz, ganz, ganz wichtig, wenn Sie Familien neu erzeugen, dass Sie immer die richtige Vorlage wählen. Und in unserem Fall nehmen wir hier die Vorlage, ich muss es suchen, Profil, hier, Profil. Und da gibt es verschiedene Profile. Ich würde mal behaupten, Sie können auch direkt nur Profil nehmen, wenn Sie Profil Sweep nehmen,
Dann haben Sie eine Vorlage direkt fürs Sweep. Ich wähle mal ganz bewusst nur Profil, weil ich möchte dieses Profil auch dann noch für weitere mögliche Anwendungen verwenden. Deswegen gehe ich nur auf Profil. Also wenn Sie es jetzt nur explizit nur für Sweep verwenden wollen oder für Trittüberstand und so weiter, also Sie sehen ein bisschen an der Vorschau, da haben Sie noch mal gewisse Voreinstellungen mit drin. Ja, wenn Sie das jetzt offen halten wollen, dann gehe ich ja nur auf Profil, das mache ich in unserem Fall und gehe dann hier auf Öffnen. Jetzt erzeugt er mir hier eine neue Familie und der erste Schritt sollte sein, das Ganze erstmal abzuspeichern. Ich gehe also wieder hier auf Datei, dann auf Speichern und Familie. Gehe auf Dokumente, Betonbauprojekt. Dann habe ich hier einen Revit-Ordner. Hier habe ich Familien, da habe ich schon einiges, wie Sie sehen, da ein bisschen rumgespielt. Hier schmeiße ich das jetzt rein. Profil gibt es schon. Ich nenne das mal etwas besser, nicht nur Profil, sondern das wäre dann ein i-Profil. Also nennen wir das hier i-Profil, denn falls Sie mehrere Profile anlegen wollen, dann ich würde das mal i-Profil und nochmal SDB, weil die i-Profile für Stahlträger sehen auch ein bisschen anders aus. Sie haben eine andere Ausrundung. Deswegen würde ich sagen i-SDB-Profil oder vielleicht oder so, je nachdem, wie Sie das wäre vielleicht auch SDB-Profil ist vielleicht auch günstiger. Dann haben Sie es nach Materialien sortiert. So, passt das jetzt? Ja. Gehe auf Speichern. Und dann empfehle ich immer noch, bevor Sie hier losmachen, nochmal die Einheiten zu checken. In der Regel ist es immer Millimeter bei Familien, aber Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ich werde nochmal schnell nachschauen, was ist hier eingestellt. Jetzt muss ich gucken, hier Projekteinheiten und hier Millimeter passt. Okay, können wir machen. Bleiben wir bei Millimeter. Oder nehmen wir Zentimeter. Ich schalte mal auf Zentimeter um, weil so habe ich es im Visio auch gemacht. Also gehe ich auf Zentimeter. Zentimeter und Null stellen, null Dezimalstellen. Ich nehme jetzt so eine Dezimalstelle mit. Ja, normalerweise ist das mir auf den Zentimeter genau meine Maße. Ich hab also keine Millimetermaße, aber damit er mir nicht irgendwelche Ungenauigkeiten unterdrückt, denn wenn Sie hier die Dezimalstellen deaktivieren, dann sehen Sie die auch nicht und dann kann es passieren, dass Sie quasi unsichtbar irgendwelche Millimetermaße drin haben, aber Sie sehen sie nicht. Und wenn ich das so einstelle, dann sehe ich, ah, okay, hier geht es auf den Zentimeter nicht aus und kann das dann korrigieren. Deswegen wähle ich diese Einstellung. Also ich tue schon noch einen Millimeter mit anzeigen. Einheitensymbol brauche ich nicht. Null nach dem Komma unterdrücken, wenn keine Ziffern folgt. Das macht Sinn. Und Zifferngruppen verwenden, ja, können wir anhaken. So, jetzt gehen wir auf OK. Den Rest können wir so lassen. Fläche, ja, Flächen können wir vielleicht auch in Quadratzentimeter machen bei so Profilen. Da können wir auch hier auf Quadratzentimeter gehen. Und Volumen, hier haben wir eh keins, das können wir uns schenken und gehen auf OK. So, das sind die wichtigsten Einstellungen, die man am Anfang machen sollte. Und jetzt holen wir uns hier unser AutoCAD-Vorlage mal rein. Wie gesagt, was ich jetzt zeige, könnte man auch ohne Vorlage machen. Ja, also das bitte berücksichtigen. Aber wir haben eine Vorlage, also wollen wir die verwenden. Gehe also hier auf Einfügen. Jetzt habe ich immer gesagt AutoCAD-Vorlage. Das stimmt eigentlich nicht wirklich, weil Sie sehen, Sie können eigentlich gar keine Vorlagen hier reinholen, sondern Sie können nur importieren. Ja, also wie wir es in Revit gemacht haben, dass wir uns da irgendwelche ja, CAD-Dateien einfach drunter gelegt haben als Modelliervorlage. Das geht nicht. Das ist ganz, ganz wichtig, der Unterschied, sondern es wird quasi wirklich jetzt reingeholt und nicht einfach nur verknüpft und hinterlegt und einfach nur angezeigt, sondern das wird quasi Bestandteil der Familie. Deswegen seien Sie vorsichtig, da zu viel Sachen hier reinzuholen. Ja, deswegen habe ich vorher auch die AutoCAD-Datei bereinigt. Ich hätte sie nicht bereinigt, wenn das nur eine echte Vorlage gewesen wäre, die ich nur drunter gelegt hätte. Und da hätte ich einfach die Layer an- und ausschalten können, ja. Aber wir haben hier das Problem, dass wir hier das wirklich reinholen müssen. Und daher hier habe ich vorher die ganze Sache erstmal bereinigt. Also hier auf CAD importieren. Jetzt erscheint mir hier wieder mein Dialogfeld. Ich wechsle wieder ein entsprechendes Verzeichnis. Das war hier Betonbauprojekt. Und wähle dann wieder Revit, nee, CAD ist in dem Fall, also AutoCAD. Und das war ein Querschnitt bereinigt. So, Auto-Ursprung zu internen Ursprung, okay. Wichtig ist auch nochmal die Einheiten zu checken. Ja, also, das hatte ich vergessen zu erwähnen. Gerade wenn Sie jetzt exportieren aus Visio, dann sollte man checken, ob die Einheiten auch stimmen. Schauen wir da nochmal nach. Zeichnungseinheiten. Und da haben wir hier, jetzt können wir die irgendwie mal auf den zweiten Bildschirm ziehen. Zentimeter, okay. Das dürfte
passen. Das können wir ignorieren. Ja, also könnten wir hier entweder jetzt sagen, okay, das sind Zentimeter. Ja, oder wir sagen automatische Erkennung. Ja, dann wird das automatisch übernehmen. Dann leer. Wir könnten hier nochmal filtern. Wenn wir hier auf Auswählen gehen, dann könnte man sagen, okay, wir könnten hier eigentlich auch entscheiden. Wir müssen es nicht zwangsläufig Sachen löschen. Wir könnten auch sagen, okay, übernehmen aus der an der Zeichnung nur die und die Layer. Das könnte man, wenn wir auf Auswählen gehen. Ich habe ja eh schon, ich gehe jetzt also hier auf, ich gehe trotzdem mal auf Auswählen, denn er hat mir hier noch einige Layer mitgenommen. Die hat er nicht löschen können, weil da irgendwas rumlag da von irgendwelchen Geschichten. Und deswegen werde ich auf Auswählen gehen, damit diese anderen nicht mitkommen. Ja, es sind noch ein paar Layer drin, die ich jetzt, ich werde nur Polylinien mitnehmen und Koordinaten. Koordinaten, das ist das hier. Ja, das sind Koordinaten. Die zwei Sachen nehme ich mit. Also gehe ich auf Auswählen. Farben können wir beibehalten, wir haben wir, das können wir lassen, automatisch erkennen wir auch. Hier können wir mal einstellen, wie wir das positioniert. Ja, dann geht es Mitte zu Mitte oder Ursprung zu Ursprung. Jetzt ist die Frage, was ist hier, wo ist Ursprung? Schauen wir mal nach. Das ist der Ursprung von Revit. Und der AutoCAD-Ursprung ist das hier. Ganz wichtig ist unser WKS, nicht BKS. Ja, also meines Wissens werden BKS von Revit nicht akzeptiert, die übernimmt er nicht. Wenn der vom Ursprung redet, meint er immer das Weltkoordinatensystem, das WKS, und das habe ich allerdings im Hintergrund dieses Wissens, habe ich mir das hier gleich reingelegt. Ja, also mit dem BKS kommen Sie ja nicht klar, da sollten Sie möglichst, wenn Sie das so machen, immer Ihr WKS, also das Weltkoordinatensystem, auch in den Ursprung legen. Macht man normalerweise bei so einem zweifach symmetrischen Querschnitt immer in den Schwerpunkt hier hinein. Okay, so. Also das wurde dann quasi hier positioniert, wenn wir alles richtig gemacht haben. Platzierung ist Referenzebene, haben wir eh nur die, ja, passt. Können wir sagen, gehen wir mal auf OK, auf Öffnen. Und jetzt kommt ja diese Auswahl, was möchte ich übernehmen an Layern? Und da sage ich, das soll raus, die Region brauche ich auch nicht, jetzt muss ich die beiden leer und gehe auf OK. Jetzt hat er mir das Ganze hier reingeholt und jetzt tun wir nochmal die Einheiten checken und machen hier mal eine Messung. Gehe also hier auf Abstand und habe ich schon ein paar Sachen erlebt, dass das dann nicht funktioniert hat. Aber 65 passt, das hat er richtig übernommen. Und ja, schauen wir nach, ob wir hier Layer an- und ausschalten können, wie das im Revit der Fall ist. Gehen wir hier VG ein und da sehen wir hier importierte Kategorien und hier können wir jetzt auch wieder unsere Layer an- und ausschalten. Ja, zum Beispiel die Koordinaten könnten wir wegblenden oder auch wieder VG wieder eingeben. Dann können Sie ja auch hier wieder die Layer zuschalten, falls Sie mal jetzt Sachen reinholen, die die halt umfangreicher sind. Ja, Sie können es auch komplett ausschalten, ja, dann ist es komplett weg. Also VG, das finden Sie unter Ansicht, Sichtbarkeit, Grafiken, also hier sehen Sie mal den Shortcut hier oben, VG. Ich verwende im Revit relativ wenig Shortcuts, aber das ist einer, der, den ich doch relativ häufig verwende. Dasselbe finden Sie auch, wenn Sie nichts na, hier gibt's das nicht, ja, okay, das im Revit ginge das. Hier geht es nicht, das ist die Ansicht direkt ein. Also hier unter Sichtbarkeit, Grafiken können Sie es dann wieder einblenden. Ich mache es mal wieder an, gehe also hier importierte Kategorien und schalte das wieder ein. Das Koordinatensystem habe ich zur Kontrolle mitgenommen, um den Mittelpunkt zu überprüfen und das passt. Also können wir es jetzt auch eigentlich ausschalten, damit nervt eigentlich momentan nur. Also machen wir das hier aus. So, wir brauchen eigentlich nur die Linien. Wichtig ist, das Ding ist immer noch eine Art Objekt. Ja, das sehen Sie hier, importiertes Symbol. Ja. Es ist noch nicht vollständig konvertiert in Revit. Rein theoretisch könnten Sie das Ganze jetzt auch hier auflösen. Ich zeige es mal ganz zum Schluss, ja, und könnten dann damit arbeiten. Dann würden Sie damit daraus Revit machen. Bei so einfachen Geschichten kann man das tun, ja, und kann sich das Neuzeichnen sich sparen. Ich werde allerdings dennoch zeigen, ich werde drüber zeichnen, damit das Tutorial auch für die Leute interessant ist, die jetzt nicht unbedingt hier eine Vorlage drunter liegen haben. Ja, okay. So, also, ich lasse es quasi unaufgelöst. Ja, das bleibt jetzt als für sich immer noch als geschlossenes Objekt. Damit kann ich es immer noch an- und ausschalten. Ja, kommen wir zum Anlegen der Parameter. Ich empfehle den Workflow, sich die Parameterkonstellation bereits schon im Vorfeld anzulegen, weil ich glaube, das ist dann effizienter. Hinzu kommt, wenn Sie sich auch noch zwei, drei Typen anlegen, dann können Sie gleich die Typen verwenden, um halt Ihre Parametrik auszuprobieren. Und das wollen wir jetzt machen. Zuvor noch kurz einen Blick ins Visio. In Visio verwende ich hier Kürzel, die ich dann auch in MATCAD verwende. Also hier diese H für die Höhe, HS für die Steghöhe und so weiter.
Ich finde diese Bezeichnung im Revit eher nicht so gut. Dort benutze ich dann lieber die ausgeschriebene Bezeichnung, weil die dann eher selbsterklärend ist. Ja, Sie können natürlich aber auch, wenn Sie wollen, im Revit mit den Kürzeln arbeiten. Problem ist allerdings, dass dort die Möglichkeit nicht besteht, tiefgestellt zu arbeiten. Ja, da müssen Sie dann quasi einen Unterstrich verwenden, wenn Sie unbedingt die Kürzel verwenden wollen. Wie gesagt, können Sie machen, wie Sie wollen. Ich persönlich bevorzuge da keine Shortcuts, also diese Abkürzung oder Variablenbezeichnung, sondern eher die ausgeschriebenen Varianten. Es gibt allerdings einen Vorteil, mit diesen Variablenbezeichnungen zu arbeiten, wenn Sie dann viel berechnen müssen und in Formeln, quasi in Formeln arbeiten. Ja, das ist auch der Grund, warum man das in MATCAD eher mit diesen Kurzbezeichnungen arbeitet, nicht mit den Langbezeichnungen. Ja, wie gesagt, können Sie machen, wie Sie wollen. Bei unserem konkreten Beispiel wird eh nicht viel berechnet. Daher sehe ich eigentlich mehr Nachteile als Vorteile darin, mit diesen Kürzeln zu arbeiten. So, nur dass Sie sich nicht wundern, wenn ich jetzt hier halt die genauen Beschreibungen verwende. So, jetzt gehen wir zurück ins Revit und ich werde jetzt hier die Parameter mal anlegen. Dazu gehe ich hier auf die Familientypen und momentan ist noch nichts passiert. Doch ein Typ ist drin, den habe ich vergessen zu löschen, weil ich habe vorhin schon mal probiert. Kann man nochmal rauslöschen. So, also weg. So sieht es normalerweise aus, ganz am Anfang. Und jetzt können Sie hier die Parameter erzeugen. Ich gehe jetzt hier mal auf Neu und erzeugen jetzt hier die Parameter. Und den ersten Parameter nenne ich Stegbreite. Wichtig ist, in unserem konkreten Fall sind das alles Typparameter. Ja, Exemplarparameter machen hier bei solchen Profilen meines Wissens keinen Sinn. Also bleiben wir hier bei Typ. Disziplin. Das ist allgemein, können wir so lassen. Ja, man könnte vielleicht auf Tragwerk gehen, aber wenn man jetzt sagt, wenn es streng genommen ist, das ja, werden diese Profile eher bei Tragwerken verwendet. Problem ist, glaube ich, wenn Sie Disziplin ändern, ja, dann haben Sie hier verschiedenste Parametertypen, die jetzt allerdings wiederum, wie Sie sehen, hier mit uns nicht ganz funktionieren, ja, was wir machen wollen. Ja, also Sie sehen, die Vielseitigkeit von Revit ist relativ groß, aber obwohl das zwar Draht zu Tragwerk gehört, brauchen wir allerdings als Parametertyp eher geometrische Geschichten und die finden Sie eher unter Allgemein. Also gehen wir auf Allgemein und dann finden wir hier unter anderem auch die geometrischen Dinge, wie zum Beispiel Länge. Gehen wir auf Länge, die Kategorie, das heißt hier, welche Kategorie soll das dann rein? Abmessungen. Ich glaube, das ist ganz gut, das können wir auch lassen. Für den Fall, dass dieser Parametername nicht selbsterklärend ist, können Sie hier unter Quick Info auch nochmal eine Beschreibung hinzufügen. Das heißt, wenn Sie jetzt unbedingt darauf bestehen, ich zeige es mal vielleicht nur als Beispiel beim nächsten Parameter, hier mit den Kürzeln zu arbeiten, dann müssen Sie hier noch eine Bezeichnung hinzufügen. Also Stegbreite, Typ, okay. So, gehen wir auf den nächsten. Hier tun wir mal so, als würde man jetzt den Kürzel verwenden wollen. Ich mache das hier nochmal als Alternative dazu. Das wäre dann, die Stegbreite wäre BS, nun gibt es keine Möglichkeit, tiefgestellt zu arbeiten, also dann müssen Sie entweder das dann so schreiben, ja, oder Sie machen dann einen Unterstrich und ein S. Bitte kein Minus, das funktioniert nicht, ja, weil es natürlich dann auch, Sie können ja auch diese Parameter dann in Formeln verwenden, ja, und das würde dann nicht akzeptiert werden, weil es natürlich auch ein B-S sein könnte, ja. Das heißt, normalerweise ist dann immer der hat sich das so eingebürgert, dass wenn man das nicht tiefgestellt schreiben kann, aus irgendeinem Grund, dann macht man das halt mit Unterstrich. Und dann müsste ich allerdings, den Rest könnte ich hier so lassen, hier dann reinschreiben, Stegbreite. Halt, mich hier verschrieben, Stegbreite. Geh auf OK. Geh auf OK. Und jetzt erscheint hier, wenn ich hier drüber fahre mit der Maus, hier dieser Hinweis. Natürlich, ich tue mich jetzt leichter jetzt hier, wenn ich jetzt Formeln eingeben muss, hier B, Unterstrich S einzugeben, als jetzt jedes Mal Stegbreite zu schreiben. Das hatte ich vorhin gemeint, als ich gesagt habe, der Vorteil ist, wenn Sie mit diesen Kürzeln arbeiten, dass Sie dann bei den Formeln ein bisschen leichter tun. Ja, der Nachteil ist, dass es natürlich nicht selbsterklärend ist. Okay, wie können Sie den Parameter wieder löschen? Einfach hier auf Löschen gehen. Sie können aber auch editieren. Und jetzt kann ich das Ganze ändern und tue das Ganze mal umschreiben in Flanschbreite. Das nehmen wir hier wieder raus. Und allgemein Länge, Abmessung, da ich geändert habe, Sie sehen, das kann man nachher nicht mehr ändern. Ja, Disziplin, da müssen Sie dann löschen, wenn Sie das stört, aber es passt eh. Gehe auf OK. Nehmen wir den nächsten Parameter an. Und so weiter. Ich halte mal den Film an und mache den Rest.
So, jetzt habe ich mal die Parameter fertig angegeben und Sie sehen bei der Flanschhöhe, wenn ich hier drüber fahre, habe ich noch, oder Rutenhöhe, habe ich noch dazu geschrieben eine Erläuterung. Jetzt, hier sehen Sie das, also minimale Flanschhöhe beziehungsweise Flansch ohne Vute und Flansch-Rutenhöhe wäre dann maximale Flanschhöhe beziehungsweise Flansch mit Vute. So, die restlichen Parameter sind meiner Meinung nach selbsterklärend, da habe ich nichts dazu als Erläuterung geschrieben. Und jetzt können wir uns hier die Parameter mit Werten füllen und auch gleich den Typen anlegen. Hier ist am günstigsten, man schreibt zunächst den Typen oben an, legt den Typen quasi erstmal an und gibt dann die Werte ein, geht dann auf Anwenden. Ich zeige das hier mal. Also der Typ wäre jetzt, fangen wir mit dem größten an, das wäre jetzt 100 mal 120 Zentimeter. Und das geben wir die Werte ein, da hätten wir eine Flanschwutenhöhe von 15, nee, von 22,5. Dann hat man hier die Flanschhöhe von 15, die Höhe von Gesamthöhe von 120, die Stegbreite wieder von 22,5 und die Flanschbreite, die Gesamtbreite quasi von 100. So, jetzt gehen wir auf Anwenden und jetzt hat man das entsprechend abgelegt. Jetzt lege ich einen neuen Typ an und das wäre jetzt der Typ 65 mal 70. Das ist der Name, also im Prinzip ist das Breite mal Höhe. Und jetzt geben wir wieder die Werte ein. Das wäre jetzt die Flanschwutenhöhe, wäre dann 15. Die Flanschhöhe wäre 10. Die Gesamthöhe wäre 120. Ne, Quatsch, das obere ist 70. Die Stegbreite wäre, was haben wir hier, 15. Und die Flanschbreite wäre, war bis hier, hier wäre dann, es steht ja eh hier beim Typ, das wäre dann 65. Jetzt wird auf Anwenden gehen. Und wenn ich jetzt den Typ wechsle, sehen Sie, jetzt hat er quasi die Werte von 100 mal 120 und jetzt den von 65 mal 70. Jetzt werde ich noch einen dritten Typ anlegen, aber dazu halte ich den Film an und danach machen wir weiter. So, jetzt habe ich hier einen sehr großen Typ gewählt, also hier 100 mal 120. Den Typ, den wir eigentlich verwenden wollen aktuell, der auch im Visio ist, das ist dieser hier, der mittlere Typ. Und dann nochmal einen kleineren. Ja, man sollte schauen, wenn Sie so ein Parameter, wenn Sie so Typ mit Typen arbeiten, dann arbeite ich meistens mit drei Testtypen. Ja, also einen minimalsten, also wo ich quasi die kleinste mögliche Größe eingehe. Ja, gerade bei Beton müssen Sie halt beachten, dass Sie immer eine Betondeckung von mindestens 2,5 cm mit einkalkulieren müssen. Ja, das heißt, dann müssen wir mal schauen, dass sie ihre Eisen reinkriegen. Ja, deswegen ist ungefähr das schon relativ klein. Ja, 35 mal 35. Ich glaube, kleiner wird es dann langsam eng mit der Bewehrung. Es sei denn, sie wollen es nicht bewehren. Und dann habe ich nochmal, was weiß ich, den genommen, noch einen etwas größeren Typ, einfach um das dann mal besser ausprobieren zu können. Und das sind meine drei Testtypen. Ja, und dieser hier 65 mal 70, um den geht es eigentlich. Wichtig ist, wenn Sie die Werte eingeben und fertig sind, erst den Typ eingeben, danach die Parameter mit Werten besetzen, dann auf Anwenden gehen. Wenn Sie auf OK gehen, dann ist das Fenster weg und dann müssen Sie es wieder neu öffnen. Deswegen Anwenden. Ja, wenn wir das haben, können wir jetzt hier mal losarbeiten und werden hier mal zunächst Referenzebenen einziehen. Ja, man könnte rein theoretisch, jetzt hier einfach das ganze Ding hier umwandeln, also hier auf Auflösen gehen. Und dann einfach durchparametrisieren, rein theoretisch auch ohne Referenzebenen, würde das wahrscheinlich funktionieren. Ich finde es allerdings nicht so günstig. Ich würde lieber mit Referenzebenen arbeiten. Ja, also die Quick and Dirty Variante, vielleicht mache ich da mal ein extra Video dazu. Ja, also die Variante, die ich jetzt zeige, die würde auch funktionieren, wenn Sie keine Vorlage haben. Wenn Sie quasi jetzt hier blind das einfach reinbauen würden und sich nicht das Ganze vorher sich aus dem AutoCAD holen würden. Deswegen zeige ich jetzt mal den ausführlichen Weg, der, wie gesagt, auch funktionieren würde ohne eine Vorlage. Okay, also wir arbeiten zunächst mit Referenzebenen, gehen also hier auf Erstellen, dann gehen wir auf Referenzebene und ziehen uns hier eine Referenzebene rein. Ich tue mal ganz bewusst jetzt nicht hier, ich könnte jetzt auf Linie picken gehen, die Linie einfach abnehmen und so weiter, aber ich mache es mal jetzt wirklich so, als hätte ich keine Vorlage. Mache die einfach mal jetzt so grob nach hier oben erstmal zwei Referenzebenen für die Höhe, für die Gesamthöhe, und zwei Referenzebenen über die Gesamtbreite. So machen wir erstmal nur die vier. Und jetzt werde ich hier die Referenzebenen entsprechend zuordnen und beschriften. Dazu klicke ich die Ebene an. Hier sehe ich die Eigenschaften. Ja.
Und das mache ich schon mal ausgehend von meiner Vorlage. Ja, Sie erinnern sich, das kam über die Vorlage mit. Das definiert unseren Ursprung. Also klicke ich jetzt hier rein. Ich sehe jetzt hier, das ist Mitte, vorne, hinten. Ja, also ist das hier hinten und das ist vorn. Ja, also klicken wir jetzt hier drauf und tun einfach das Übernehmen hier und sagen, okay, das ist hier einfach hinten. Und das schreiben wir oben noch mit dazu, damit wir das dann auch mit angezeigt bekommen. Also hinten. Und wenn Sie die Ebenen beschriften, dann sehen Sie jetzt hier immer den Namen. Und wenn Sie zum Beispiel jetzt hier in irgendeinem Fenster sind, wo Sie, das heißt Fenster in irgendeiner Ansicht sind, wo Sie jetzt meinetwegen die Referenzebene oder die Arbeitsebene ändern wollen und Sie haben diese beschriftet, dann können Sie auf diesen Namen zurückgreifen. Ich könnte zum Beispiel jetzt hier auf eine 3D-Ansicht gehen. Macht das jetzt Sinn? Ich weiß nicht, was überhaupt funktioniert hier. Na, momentan sind wir hier im 2D. Das ist ein bisschen blöd. Da haben wir solche Ansichten nicht. Habe ich irgendeine andere Ansicht? Ja, nicht wirklich. Ich kann wahrscheinlich auch die Arbeitsebene nicht ändern. Nee, in dem Fall geht das nicht, ja. Aber hätten Sie eine 3D-Ansicht, ja, da hätten Sie die Möglichkeit, also hätten Sie jetzt eine komplexere Familie, ich sehe mal hier, man sieht es ja in der Vorschau, ich zeige es nochmal, jetzt kommt die gleich, ja, dass Sie hier die Arbeitsebene festlegen können und dann können Sie auf diese Referenzebene zurückgreifen, sofern Sie die beschriftet haben. Ja. Also wie gesagt, bei solchen kleinen Familien, da kann man theoretisch auch darauf verzichten, aber ich empfehle halt, sich gleich von einem vernünftigen Workflow anzugewöhnen. Da würde ich empfehlen, auch also hier die Arbeitsreferenzebene entsprechend zu beschriften, einfach um den Überblick nicht zu verlieren und sie um dann gegebenenfalls später auch als Arbeitsebenen zu verwenden. Okay, das war jetzt hier hinten und wir haben jetzt hier die Eigenschaften noch einblenden. So, jetzt machen wir das mit hier vorne. Das wäre die Arbeitsebene vorn. Und die heißt dann vorne. Okay, das wäre dann hier rechts. Links. Die linke. Na, bitte. Links. Und das wäre dann rechts. So, jetzt haben wir erstmal vier Arbeitsebene angelegt. Ich empfehle gerade auch immer bei Anfängern, fangen Sie erstmal klein an. Ja, gehen Sie vom Groben ins Kleine. Ich tue zunächst erstmal hier die Außendimension entsprechend anlegen. Dazu hier diese vier Arbeitsebenen. Jetzt werde ich sie parametrisieren. Das mache ich, indem ich hier auf mein Bemaßungswerkzeug gehe, also ausgerichtete Bemaßung. Bitte nehmen Sie nicht dieses hier. Gibt es überhaupt hier? Gibt es ja gar nicht. Ja, okay, dann passt das eh. Ja, also ausgerichtete Bemaßung. Und jetzt fange ich hier mit diesen Links-Rechts-Arbeitsebenen an und bemaße quasi von außen über unseren Mittelpunkt, der ja fix ist, nach zur nächsten. Und jetzt haben wir noch einen ganz großen Vorteil, ja, dass unser Querschnitt, wie er jetzt ist, symmetrisch ist und beide Achsen. Das können wir jetzt hier oben auch festlegen. Ja, das macht die Sache relativ einfach. Ja. Und wir sagen im Prinzip jetzt hier über diesen Equal-Button, dass sich diese Arbeitsebenen immer im gleichen Abstand um diesen Mittelpunkt hier entsprechend aufbauen. Ja, das bedeutet diese Bemaßung hier. Das entsprechend aktivieren. Und jetzt können wir hier unten dann die Parameter zuordnen. Das ist der Abstand zwischen diesen beiden, also die Flanschbreite. So. Ja, jetzt haben wir das festgelegt. Jetzt können wir den Parameter zuordnen, indem wir jetzt hier die Bemaßung anklicken und dann einfach hier den bereits angelegten Parameter anwählen. Sollten Sie keine Parameter angelegt haben, ist das auch nicht so schlimm. Sie können theoretisch auch jetzt einen anlegen. Einfach hier auf Neu gehen. Und jetzt könnten Sie hier entsprechend den Parameternamen vergeben, genauso wie vorhin. Allerdings sind jetzt hier gewisse Sachen ausgegraut. Warum? Weil jetzt allein schon, den Sie die Bemaßung hier angewählt haben, ja, von da gehen Sie ja aus, haben Sie schon die Parameterart sozusagen eingegrenzt. Ja, deswegen ist das jetzt hier schon ausgegraut. Das war vorher nicht ausgegraut. Da konnten Sie alle möglichen Parameter anlegen, ja, wo wir hier drinnen waren. Jetzt sind Sie ein bisschen eingegrenzt, weil Sie schon von der bereits ausgehenden Bemaßung den Parameter anlegen und da sind gewisse Sachen ergeben sich dann von selbst. Ja, okay. Wir brauchen das nicht. Wir können das einfach hier zuordnen, indem wir hier entsprechend das übernehmen, Flanschbreite. Und Sie sehen, da passt das jetzt ja automatisch den jeweiligen Wert an, der da eingestellt ist, über den Typ. Dasselbe machen wir jetzt über die Höhe. Ja, ich bemaße jetzt wieder hier mit ausgerichteter Bemaßung von außen zu unseren
Mittelpunkt, setzt das jetzt hier drüben ab und vergesse ja nicht, das zu aktivieren, equal. Ja, und jetzt gebe ich hier meinen Parameter an. Ja, und wenn ich jetzt hier den Parameter zuordne, dann tut er quasi immer das Ganze, die Parameteränderung, also auf die beiden Referenzebenen, immer ausgehend vom Nullpunkt, also von unserer Mittelachse hier machen. Ja, deswegen diese Equal-Geschichte. So, jetzt tun wir das hier an und sagen, was ist die Höhe? Und Sie sehen, unsere AutoCAD-Vorlage passt soweit. Ja, jetzt passt ihr das entsprechend an. Jetzt haben wir sozusagen die Außenmaße festgelegt. Und wenn man jetzt das Ganze ein bisschen schön machen will, dann könnte man jetzt nochmal hier reingehen, hier oben, und das ausprobieren und sagen, okay, tun wir mal jetzt hier den Typ ändern, zum Beispiel auf den Maximaltyp anwenden. Ja, und das sehen wir auch jetzt von Bemaßung her, das passt noch so. Ja, wird ein bisschen eng. Also, da ist dann quasi hier oben die Grenze, aber es würde sich gerade noch so ausgehen. Ja, aber wenn wir jetzt hier auf klein gehen, wie sieht es dann aus? Ja, das wäre unser Minimalstyp. Ja, wir lassen mal hier den Maximaltyp und können das noch ein bisschen ausrichten, damit das schön aussieht, dass man die Bemaßung, hier wäre dann Schluss. So, vielleicht hier noch die Referenzebene ein bisschen rausziehen. Ah, die ist gesperrt, dann muss sie hier so und so wieder fixieren. Dasselbe hier wieder entsperren. Und ja, man sollte aufpassen, dass man den Mittelpunkt immer schön fixiert, ja, wenn man den irgendwie hier unbewusst verschiebt. So, wieder fixieren, dann Bemaßung rausschieben. So, ja, jetzt haben wir dummerweise das jetzt hier. Kann man das noch korrigieren? Das ist ein bisschen unschön. Ja, ich kann es auch nochmal löschen, wenn man jetzt das wieder schön machen will, dass man nochmal sagt, okay. Im Prinzip ist das egal, aber ich will natürlich auch eine schöne Vorlage haben, die ich Ihnen als Screenshot zur Verfügung stelle. Deswegen gebe ich mir jetzt ein bisschen Mühe. Und es sollte man auch ein bisschen schön machen, mit, wenn Sie mal später was ändern wollen, sich dann besser zurechtfinden. Ja, wenn das hier das Kraut und Rüben ist, ist es natürlich dann schwer. Im Nachhinein habe ich vergessen, das hier zu aktivieren. Kann man einfach nochmal anklicken, können es wieder aktivieren. Und hier unten auch nochmal das bisschen schön machen. Hier bezogen auf die größte, so einfach rausziehen. Und jetzt passt das auch für die größten möglichen nach Querschnitt. Machen wir nochmal jetzt den Test mit dem kleinen. Passt das auch. Das ist halt ein bisschen ausgezogen. Und nehmen wir wieder unseren. Wir lassen mal den größten stehen. Ja, so. Ja, und Sie sehen jetzt auch, warum ich die Parameter vorher angelegt habe, weil ich dann viel schneller testen kann. Ja, wenn ich jetzt das nicht machen würde, müsste ich jetzt mal die Werte hier neu eingeben, ja, überschreiben und so weiter. Wenn ich einfach die Typen schon habe, dann kann ich ganz schnell hin und her schalten, mal gucken, funktioniert das. Ja, und ich empfehle vor allen Anfängern, dass sie frühzeitig testen. Ja, ich habe jetzt hier vier Parameter oder eigentlich nur zwei Parameter angelegt, insgesamt vier Referenzebenen, und jetzt mache ich schon mal einen Test. Was ich nicht empfehle, ist, dass sie hier arbeiten, durchparametrisieren, einen Haufen Referenzebenen oder Parameter anlegen und das ganz zum Schluss testen. Weil oftmals neigen gerade Anfänger dazu, das zu überparametrisieren, so dass sich quasi die Parameter dann gegenseitig ja, widersprechen oder gegenseitig aufheben, und dann kriegen sie eine Fehlermeldung und so weiter. Dann, wenn sie dann anfangen zu testen, dann ist es äußerst kompliziert rauszukriegen, ja, wo ist jetzt der Fehler überhaupt. Ja, und deswegen, wenn sie frühzeitig testen, dann fällt Ihnen der Fehler relativ früh auf und dann können Sie besser reagieren, ja, und dann schneller eingreifen. Deswegen gewöhnen Sie sich an, möglichst frühzeitig jetzt hier die ganze Sache zu testen. Jetzt haben wir es getestet, also das funktioniert. Jetzt gehen wir auch wieder auf. Okay, und dann machen wir noch die inneren Referenzebenen jetzt hier für die inneren ja, Querschnittsabmessungen. Gehe also wieder auf Erstellen, dann Referenzebene und erzeuge jetzt hier, machen wir das hier einfach so hier daneben, hier eine für unseren Steg, also zwei, und noch eine hier für die, jeweils zwei wieder für die Flansch. So, das habe ich ein bisschen jetzt falsch, also egal, es wird dann eh angepasst. Und ja, machen wir jetzt hier den Steg zunächst, gehe also wieder auf ausgerichtete Bemaßung und bemaße das hier von in dieser Form, sage wieder Equal und gebe hier unten noch die Breite an, wähle den Parameter aus, das wäre jetzt die Stegbreite. Das erscheint mir ein bisschen viel. Achso, wir haben jetzt die maximalen Parameter gewählt. Und jetzt hier das mit dem Flansch. Hier gehen wir einfach von hier oben, bemaße ich jetzt nach hier unten in diese Richtung. So, ich schiebe das mal ein bisschen raus. Ich
glaube, es ist besser, optisch besser so zu machen. Und sage, das ist hier die Flanschbreite. Nicht Flanschhöhe, nicht Flanschbreite. Flanschhöhe. Und hier dasselbe Spiel von hier unten. Wieder Ausgleichsbemaßung, Referenzebene von der äußeren zur inneren und die Bemaßung aus und sage, das ist auch wieder Flanschhöhe. So, jetzt haben wir die Stegbreite. Jetzt könnte man noch eine dritte, ach so, noch beschriften. Das wäre hier Flansch, wie hat man es genannt? Flanschhöhe. Flanschhöhe. Das war jetzt hinten. Naja, um bei den Richtungen hier zu bleiben. Das wäre Flanschhöhe vorn. Das wäre Stegbreite rechts. Und das wäre Stegbreite links. Im Übrigen, hier werden wir keine Kategorie mehr zuordnen, ja, weil das sind jetzt innere Maße, keine äußeren mehr. Das ist weder links, rechts, vorne, hinten, das ist einfach irgendwo in der Mitte. Und deswegen sage ich hier einfach schwache Referenz. Man könnte noch sagen starke Referenz, das könnte man auch machen. Dann könnte man später den Querschnitt anhand dieser Ebene leichter ausrichten. Mit dem Ausrichtbefehl, wenn Sie dieses auf eine starke Referenz legen, dann können Sie diese Kante als Ausrichtkante verwenden. Mache ich jetzt nicht, könnte ich im Nachhinein noch ändern, falls ich das mal bräuchte, ja. Aber jetzt lasse ich das mal auf schwache Referenz. Weil das Problem ist, wenn Sie zu viele starke Referenzen haben, man könnte ja denken, okay, jede Kante ist super zum Ausrichten, bloß dann liegen zu viele Kanten dicht beieinander und dann ist es immer schwer, die zu identifizieren, ja. Deswegen empfehle ich jetzt nicht ohne Not überall starke Referenz einzugeben, ja. Es ist eine schwache Referenz, das heißt, ich kann es zur Not immer noch auswählen, ja. Das geht schon noch und muss halt dann quasi mit der Umschalttaste entsprechend die Referenzebene auswählen. Ich könnte euch auch sagen, gar keine Referenz, dann könnt ihr es überhaupt nicht auswählen. Ja, aber starke Referenz bedeutet immer, dass das sofort immer als Auswahlkante angeboten wird und oder Ausrichtkante, ja, oder zum Bemaßen zum Beispiel auch, ja, wenn Sie jetzt bemaßen wollen jetzt hier von irgendwie den Querschnitt, dann ist es auch die starke Referenz immer das, was zuerst angeboten wird. Und die Schwachen werden das dann angeboten, wenn Sie mit der Umschalttaste dann, nee, um der Tabulatortaste können Sie dann auch durch die schwachen Referenzen dann durchzappen. Und keine Referenzen, die können Sie dann theoretisch, glaube ich, gar nicht auswählen. Ja, ich sag mal, Schwachreferenz ist nicht so wichtig wie die äußeren und deswegen lasse ich diese Einstellung so stehen. So, das haben wir jetzt gemacht. Jetzt könnte man jetzt hier auch noch mal eine Referenz anlegen hier für diese Geschichte. Ich überlege nur, ich werde Ihnen allerdings auch mal zeigen, deswegen würde ich das jetzt mal nicht mit einer Referenz machen, ganz bewusst nicht, weil ich Ihnen auch zeigen will, dass es theoretisch auch ohne Referenzen geht. Ja, also auch das wäre möglich. Sie müssen das nicht nur mit diesen Referenzebenen machen. Ich finde es allerdings praktisch, weil dann können Sie auch die Parametrik erstmal testen, ohne jetzt gezeichnet zu haben. Aber ich möchte Ihnen auch hier bei diesen Wutenflanschhöhen dann zeigen, dass es auch ohne geht. Ist allerdings aufwendiger, ja. Aber gut. Tun wir noch kurz den Parameter jetzt umschalten. Also den Parametertyp. Gehen wir mal hier oben rein und du jetzt hier nochmal sagen, okay, nochmal kurz testen. Also kleiner anwenden. Passt. Geht alles mit. Und machen wir nochmal jetzt den mittleren. Wenn wir jetzt den Querschnitt zeichnen, nehme ich den mittleren. Warum? Weil die AutoCAD-Vorlage diese Einstellung hat. Gehe also auf Anwenden. Jetzt entspricht es genau unserer AutoCAD-Vorlage. Und jetzt zeichne ich meinen Parameter nach. Dazu schalte ich allerdings meine AutoCAD-Vorlage aus. Warum? Weil ich möchte verhindern, dass er unter Umständen hier diese Linien, dass ich jetzt meine Linien anhand dieser Linien ausrichten. Ja, das möchte ich vermeiden. Ich weiß, ob er es machen würde, aber ich will es einfach nicht riskieren. Nochmal der Hinweis, Sie könnten rein theoretisch, ja, jetzt sagen, ich tue das Ganze einfach hier auflösen, ja, und dann können Sie theoretisch die AutoCAD-Linien verwenden. Weil dann tut das quasi in Linien umwandeln. Ja, aufpassen, dann würden natürlich aber auch die Ebenen oder Layer mitkommen, die jetzt ausgeschaltet sind. Ja, die hier hinten. Ja, deswegen auch mein Tipp, tun Sie nicht zu viel reinholen. Ja, kann man machen, kann man probieren. Ich mache es eigentlich relativ selten.
Aber theoretisch wäre das, da das Ding ja eh relativ einfach ist, weil Sie müssen ein bisschen aufpassen, wenn man es mal zum Beispiel im AutoCAD unsauber gezeichnet hat, vor allen Dingen, wenn das irgendwelche fremden Sachen sind, die ich nicht selber gemacht habe, dann wird quasi alles umgewandelt in Revit-Geschichten und dann kann es passieren, dass ich irgendwelche Fehler da reinholen, ja. Wenn irgendwie Pull-Linien übereinander liegen und all so ein Zeug, ja, oder nicht richtig geschlossen sind und solche Geschichten. Deswegen, ich meine, das würde wahrscheinlich funktionieren. Vielleicht mache ich auch nochmal ein extra Tutorial, wo ich das zeige, dass das auch funktioniert. Aber ich, wie gesagt, ich rate davon ab, das ohne Not zu machen. Vor allen Dingen dann, wenn Sie, wie gesagt, das nicht selber gezeichnet haben und nicht wissen, ob da nicht vielleicht irgendwelche sich Unsauberkeiten dann reinholen und dann ewig Zeit vergeuden mit der Fehlersuche. Okay, wie gesagt, ich schalte es einfach mal aus und zeichne jetzt meinen Querschnitt nach. Ich nutze quasi jetzt meinem AutoCAD-Import allein Nutzerkontrolle. Ja, nicht irgendwie, um jetzt damit aktiv zu arbeiten, sondern nur passiv im Hintergrund, wie eine Art Vorlage. Ja, jetzt werde ich hier einfach meinen Querschnitt nachzeichnen, und gehe jetzt hier einfach auf Erstellen und dann auf Linie und zeichne jetzt hier meinen Querschnitt. Und das, ich mache zunächst erstmal das Ding ohne Boote. Ja, gehe jetzt hier rauf und zeichne jetzt hier ein Rechteck. Ganz wichtig ist jetzt hier, die Linien hier an die Referenzebenen zu koppeln über die Schlösser. Warum? Weil natürlich die Parametrik in den Referenzebenen drin steckt. Ja, deswegen werde ich jetzt hier die obere Linie an die Referenzebene koppeln, an die. Und hier links und rechts auch nochmal. Hier unten bewusst nicht. Warum? Weil die Linie ändere ich dann noch ab. Ja, die geht natürlich dann hier noch in die Route mit rein. Deswegen tue ich erstmal das Ganze nicht fixieren. Jetzt sehen Sie auch, warum ich jetzt die AutoCAD-Zeichnung deaktiviert habe, weil ich natürlich jetzt nicht genau weiß, wenn die jetzt drunter liegt, ja, an was richtet er das Ganze jetzt aus? An der Referenzebene oder an der AutoCAD-Zeichnung? Ja, deswegen habe ich das einfach mal sicherheitshalber einfach ausgeschaltet, und damit das wirklich über die Referenzebene, jetzt an die Referenzebene gekoppelt ist. Hier unten mache ich dasselbe, ja, wobei ich kann das dann spiegeln, ja, ich muss das gar nicht unten machen. Jetzt mache ich hier noch ein Rechteck. So, und auch hier wieder rechts wird es verbunden, links, dann rechts. Und hier oben lasse ich es weg, weil das fliegt ja dann wieder raus. Ja. So, jetzt haben wir das gemacht, also nur die obere Hälfte. Jetzt werde ich hier das mal erstmal hier löschen. So, damit, die habe ich jetzt rausgelöscht, die ist noch drin, die muss ich jetzt trennen, damit ich jetzt hier zwei Linien rauskriege. Klicke die Linie also an, gehe auf Teilen und teile das Ganze irgendwo hier. So, jetzt habe ich hier zwei Linien draus gemacht. Jetzt möchte ich hier diese Wutengeschichte noch machen. Klicke jetzt also hier drauf und fahre erstmal hierher. Zoome mich mal ein bisschen näher ran, damit Sie das sehen. Und werde jetzt hier einfach das Ganze runterziehen. Ich markiere hier beide Linien und ziehe jetzt hier den Punkt runter. Ja, Sie sehen, jetzt habe ich hier beide Linien runtergezogen. Habe vorher beide Linien markiert und dann über den Griff das Ganze runtergezogen. Und jetzt werde ich den Abstand hier parametrisieren. Ich hätte jetzt hier eine Referenzebene machen können und einfach das Ganze an die Referenzebene koppeln. Aber ich möchte Ihnen auch zeigen, dass es ohne geht. Deswegen tue ich bewusst auf die Referenzebene jetzt hier verzichten. Erzeuge mir jetzt hier meine Bemaßung. Gehe also hier wieder auf meine ausgerichtete Bemaßung. Gehe jetzt, wo machen wir es am besten von, ja, machen wir es auf der Seite hier. Haben wir mehr Platz. Und bemaße hier den Punkt. Aufpassen, dass Sie wirklich den Punkt hier erwischen. Ja, den Punkt. Hier, den müssen wir erwischen und setzen das Ganze hier ab. Drüben. So, jetzt wieder Bemaßung anklicken und Parameter zuordnen. Das ist der Parameter Flanschhöhe, Flanschwutenhöhe. So, jetzt hat das entsprechend. Sie sehen, achten Sie auch darauf, dass wirklich beide Linien mitgehen. Das hat insofern funktioniert. Ja. Jetzt machen wir dasselbe nochmal hier drüben. Ich könnte das Ganze jetzt hier spiegeln. Normalerweise ist es ja um zwei Achsen symmetrisch, eigentlich nur ein Viertel machen müssen. Und dann jeweils spiegeln, aber ich mache es nochmal neu, falls Sie nochmal sehen, was ein bisschen tricky ist. Ja, das heißt, muss ich erstmal hier das Ganze bereinigen. Ja, diese beiden Schnittgeschichten, dazu gehe ich hier auf Stutzen und Dehnen und klicke jetzt auf die Seiten, die ich behalten will. Ich möchte den Teil behalten und den Teil. Jetzt hat er quasi hier das Ganze bereinigt, also gestutzt, wenn Sie so wollen. AutoCAD wäre das Stutzen. Und jetzt werde ich hier den Punkt wieder runterziehen. Klicke hier drauf, tue die Steuerungstaste gedrückt halten, die zweite Linie aktivieren. Und mit der gedrückten linken Maustaste ziehe ich das Ganze runter und achte dabei darauf, dass wirklich beide Linien mitkommen. Wenn das geklappt hat, gehe ich wieder auf ausgerichtete Bemaßung und muss jetzt allerdings das doppelt bemaßen. Hätte ich jetzt eine Referenzebene, dann würde ich damit auskommen, das Ganze nur
einmal zu bemaßen, nämlich die Referenzebene. Jetzt muss ich jetzt diesen Punkt auch nochmal extra mit bemaßen, also muss ich jetzt hier nochmal eine Bemaßung machen. Achte, dass ich den Punkt hier erwische und setze das jetzt hier ab. Klicke wieder die Bemaßung an, gehe dann wieder hier auf Flanschbodenhöhe und Sie sehen, er hat den Wert entsprechend auch mit übernommen. Ja, jetzt haue ich hier unten nochmal die Linie raus und teste erstmal meine Parametrik, bevor ich das Ganze nach unten spiegel. Gehe also hier auf die Typen und mache hier mal den großen anwenden. Ja, geht alles super mit. Machen wir nochmal den kleinen. Geht auch alles mit. Und wieder unseren mittleren. Alles der falsche. So, jetzt könnte ich hier unten dasselbe Spiel machen, aber ich werde es einfach runterspiegeln. Muss man aufpassen, mal erstmal das mal alles erwischen, dass wir nicht zu viel, nicht zu wenig spiegeln. Ich muss halt die Parameter hier mitnehmen. Ja, und hier oben den gezeichneten Teil. Na, probieren wir das mal. Wähle das hier aus. Aufpassen, nur diesen Teil. So. Jetzt haben wir hier das. Ja, wir können es über die Filter nochmal gucken, was alles drin ist. Wir haben drin zwei Bemaßungen. Okay, das sind die zwei. Linien haben wir fünf. Ja, das macht 1, 2, 3, 4, 5. Passt auch. Und Referenzebenen. Oh, die nehmen wir nicht mit. Die haben wir ja schon. Die nehmen wir raus. Haben wir eine. Ja, die tun wir deaktivieren. Die hatten wir jetzt mitgespiegelt, das wollen wir natürlich nicht. Gehen auf OK und gehen jetzt hier auf Spiegeln und sagen Achse wählen. Warum? Die Achse haben wir ja schon. Das wäre hier unsere Spiegelachse, genau unsere Mittelachse. Also gehen wir hier auf Spiegeln, Achse wählen und wählen hier die Achse aus. Und ja, jetzt tut er rummeckern. Das sehen Sie eben, das hat nicht ganz funktioniert. Ja, die Bemaßung hat er nicht ganz mitgenommen. Das muss ich dann nochmal nachjustieren. Ja, mit den Spiegeln ist das so eine Sache. Ja, also auch hier mit dem Anschlüssen, das wird man auch nochmal entsprechend korrigieren, dass wir den Punkt hier hinschieben. Und hier auch. Also Sie sehen, wenn wir mit Referenzebene gearbeitet hätten, wäre das eigentlich ein bisschen einfacher gewesen. Ja, also ich hätte hier auch wieder wahrscheinlich eine Referenzebene gemacht. Aber wir werden sehen, das geht auch so. Tun wir noch die Bemaßung hier nochmal nachziehen. Die ist es nicht mitgekommen aus irgendeinem Grund. Okay. Und machen wir das hier noch. Die Punkte hier erwischen. Und setzen das hier raus, wählen das wieder an und sagen hier Flanschbodenhöhe war das gewesen. Jetzt noch mal checken, ob das alles mitgekommen ist, auch mit den Abhängigkeiten, weil es ging ja nicht darum, nur die Linien zu spiegeln, auch die Abhängigkeiten. Deswegen ist der Test extrem wichtig jetzt. Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob es wirklich geklappt hat. Das ist immer so eine Sache mit den Spiegeln, gerade was die Parametrik angeht. Ja, aber mal sehen, wenn es nicht mehr so hat, mal korrigieren. Probieren wir es mal aus. Gehen wieder rein und testen jetzt hier einmal das Ganze wieder auf dem maximalen Wert. Ja, das ist alles gut mitgekommen, hat funktioniert. Ja, gut, da geht auch der Minimal, der kleinste wahrscheinlich auch. Kommt auch alles mit. Machen wir wieder hier diesen. Und ja, passt. Jetzt sind wir eigentlich fast fertig. Wir können jetzt nochmal unsere AutoCAD-Vorlage einblenden, das nochmal kontrollieren. Machen wir vielleicht die dem auch noch mit an. Ja. Hier sehen wir jetzt, das sieht man jetzt kaum, ja, wenn ich da anklicke. Das ist, er liegt also wirklich genau drüber. Können wir auch hier nochmal checken, indem wir hier einfach nochmal umschalten. Also hier ist unsere AutoCAD-Vorlage. Und, okay. Ja, ich würde Ihnen allerdings empfehlen, sollten Sie das Ding jetzt verwenden, weil die AutoCAD-Vorlage kommt jetzt jedes Mal mit. Ja, wenn Sie jetzt die Familie verwenden, würde das Ding jedes Mal mitkommen, dass Sie die jetzt wieder rauslöschen. Ja, also dass Sie hier die Vorlage anwählen. Ich komme jetzt immer schwer ran. Ja, also einfach die Tabulator-Taste. Jetzt habe ich quasi hier, sehen Sie den Rahmen meiner Vorlage. Dann kann ich anklicken, sehe jetzt hier importiertes Symbol. Und jetzt würde ich das Ganze einfach rauslöschen. Wir müssen es wahrscheinlich vorher dazu entsperren. Hier und dann sagen löschen. Wenn Sie den Weg gegangen sind, wo Sie das Ganze quasi in Revit transformiert haben, dann hätten Sie müssen es dann direkt nicht mehr rauslöschen. Aber in dem Fall würde ich es einfach rauslöschen, um das dann noch anderweitig zu verwenden. Ja, ich lasse es jetzt nochmal drinnen, weil ich eventuell noch ein Video machen will, wo ich Ihnen zeige, wie Sie die AutoCAD-Vorlage direkt ins Revit transformieren. Aber wie gesagt, ich würde es trotzdem wirklich rausrechnen, weil es ist einfach unnötiger Speicherplatz. Und wenn Sie dann die Familie x-mal einsetzen, bläht das
ihr Projekt oder ihre Familie, wo sie diese andere Familie verwenden, dann unnötig auf. Und es könnte auch eine Fehlerquelle sein. Ich weiß nicht genau, was jetzt passiert, wenn sie jetzt dieses Profil dann für einen Sweep verwenden, wenn da jetzt mehrere Linien da übereinander liegen, ja, also das AutoCAD mit drinnen läuft. Also ich würde das AutoCAD jetzt wirklich rauslöschen, um irgendwelche Fehler zu vermeiden, weil es ist nicht mehr notwendig. Es war ja nur zur Kontrolle hier eingefügt, ja. Ich überspringe das, wie gesagt, weil ich jetzt hier nochmal ein Video machen möchte, wo ich Ihnen zeige, wie Sie das direkt vom AutoCAD ins Revit konvertieren können. Okay, so viel zu dieser Übung, wie man ein doppelsymmetrisches Profil in Revit erstellen kann, um das dann später als Profil für irgendwelche Anwendungen, zum Beispiel um einen Träger zu erstellen, zu verwenden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.